Jesus, höchster Name. Oh, hallo. Was für ein Bibelwort heute. Aber deine Toten werden leben und deine Leichname werden auferstehen. Das ist der Prophet Jesaja, Kapitel 26, der von etwas spricht, was eigentlich außergewöhnlich ist. Wenn wir ein paar Verse zurückblättern oder das anschauen, was er da schreibt, da sagt er, die Toten werden nicht auferstehen. Und hier sagt er dann in Vers 19, deine Toten werden auferstehen. Also das ist schon ein ziemlich markanter Unterschied. Auferstehen zum Leben, zum ewigen Leben. Also hier ist schon die Hoffnung der Ewigkeit, wird hier ein Stückwegs gelüftet. Für diejenigen, die bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn das ist eines der großen Versprechen Gottes, dass die Seinen ewig leben werden. Und nach wie vor ist es eigentlich der Traum der meisten Menschen, ewig leben zu können. Zumindest jetzt versucht man das Leben so lang wie möglich hinauszuziehen und zu verlängern. Und manche sprechen schon sogar von ja, die 100-Jährigen sind keine Seltenheit mehr und wir bewegen uns in der Zukunft auf 200-Jährige zu. Aber das ist immerhin noch keine Ewigkeit. Und das ist etwas, was Gott alleine schafft und kann und verspricht. Ewiges Leben mit ihm in seiner Gegenwart. Aber dazu bedarf es einer Kurskorrektur unsererseits. Wir müssen bereit sein, uns auf sein Wort einzulassen, es auch bedingungslos anzunehmen, ohne Wenn und Aber, obwohl das sehr modern ist, alles in Frage zu stellen und besonders das, was Gott betrifft. Ja, seine Existenz wird sogar in Frage gestellt. Gibt es ihn überhaupt? Existiert er? Ist das nicht nur ein Wunschbild der Frommen? Eine Fantasie, eine Utopie, alle möglichen Gedanken schwirren da in den Köpfen vieler Menschen herum. Aber diejenigen, die sich einlassen auf Gottes Wort, erkennen und nicht aus eigenem Verstand heraus, sondern durch eine Offenbarung, die alleine Gott gibt, dass das wirklich die Wahrheit ist, dass er ist und dass er derjenige ist, der wirklich uns Leben geben kann, auch ewiges Leben. Aber dieses Leben ist einzig und allein durch Jesus Christus zu bekommen. Da heißt es ja, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Natürlich kann man das jetzt in Frage stellen, so wie alles andere. Aber ich lade dich ein, falls du das noch tust, Jesus beim Wort zu nehmen. Also sagst du, Jesus, ich möchte lernen, dir zu vertrauen. Hilf mir dabei. Wenn du das mit offenem Herzen, mit ehrlichem Wollen zu Gott sagst, wirst du etwas erleben, was du dir nie vorstellen hast können. Er wird dir Frieden geben und auch Gewissheit, dass das wirklich die Wahrheit ist. Er ist, wie er selbst gesagt hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, denn durch mich. Und darum werden seine Toten, sie werden leben. Sie werden auferstehen. Gott sagt es, und was Gott sagt, das stimmt einfach. Im Neuen Testament dann, im Lehrtext, im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 14, da sagt Paulus, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Wir wissen.
Woher weiß das Paulus? Und woher wissen wir das? Es ist etwas, was nur Gott bewirkt. Diese innere Gewissheit durch eine Offenbarung, dass das mit der Auferstehung Jesu, mit all dem, was die Bibel, das Neue Testament oder auch das Alte Testament über Jesus bezeugt, wirklich die Wahrheit ist. Wir wissen es. Wir werden auferstehen und leben. Wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, dann, wie ich vorher schon gesagt habe, bitte Gott einfach darum. Denn die Bibel ist da sehr, sehr konkret. Sie sagt auch, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Ich wünsche dir auch diese Erfahrung, dass du zu dieser Gewissheit des Glaubens kommst, dass das, was in der Bibel steht, wirklich wahr ist, wirklich Gottes Wort ist und auch wirklich ernst zu nehmen ist. Der Herr segne dich. Gott ist mit uns, heiliger Heiland, lebendiges Wort. Jesus, höchster Name, treuer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, heiliger Heiland, lebendiges Wort. Jesus, höchster Name, treuer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, heiliger Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Amen. So ist es.